Super. Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Einige haben mich schon mal gesehen oder kennen mich aus aus der Meidericher Gemeinde. Für die anderen stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Christian. Ich bin glücklich verheiratet. Wir haben, also ich und meine Frau Angela, wir haben 4 Kinder. Das ist auch der Grund, warum ich hier unten im Keller bin und zu euch spreche. Ja, also ich bin nicht im Wohnzimmer, sondern oben sind die Kinder jetzt dabei, Kindergottesdienst zu sehen. Und das würde den Rahmen sprengen, wenn ich versuche, da oben Ruhe zu bekommen. Genau. Ich bin beruflich, leite ich das Adventure Center. Wer das nicht kennt, das ist von unserem Gemeindeverband ein Jugendherbergenhaus. Genau, da sind Kinderfreizeiten, da sind Klassenfahrten und einfach immer viel Action und viel Lautstärke. Das heißt, selbst wenn ich zu Hause von 4 Kindern zur Arbeit fahre, ist da nicht mehr Ruhe, sondern im Gegenteil. Genau, meine größte Leidenschaft ist Gemeinde. Gemeinde zu bauen und Gemeinde zu leben. Und ich denke, das merkt man immer wieder, wenn man mit mir zu tun hat oder hört man raus, wenn man mit mir spricht. Gemeinde ist für mich ganz, ganz plump gesagt oder ganz einfach gesagt, der Sinn meines Lebens. Genau. Und zum Punkt Gemeinde, beziehungsweise zum Punkt Ausgemeinde, möchte ich heute auch ein bisschen sagen. Und zwar wurde ich in der Vergangenheit, in den letzten Wochen immer wieder mit einer Frage konfrontiert. Und eine Frage kam zu mir und die lautet: Christian, wie kann ich das eigentlich vernünftig leben in dieser Situation mit Gott zusammen? Ja, wie kann ich in meiner Beziehung zu Gott jetzt in dem Rahmen, in den ich gerade zur Verfügung habe, überhaupt leben? Ich kann nicht mehr zur Kirche, ich kann nicht mehr zu meinen Kleingruppen, zu meiner Bibelstunde, zu meinem Lobpreisabend und, und. Und darauf will ich ein bisschen eingehen heute Morgen. Und dafür habe ich eine Bibelstelle, wo ich sage, hey, da sieht man einfach das Denken über Beziehungen mit Gott, wie Gott es alles sieht. Und das hat er damals so gesehen und das sieht er heute noch so. Davon bin ich fest überzeugt. Und bevor ich einsteige, werde ich aber einmal beten. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass wir die Möglichkeit und die Chance haben, trotzdem Gottesdienst zu feiern. Ich danke dir, Herr, dass du sagst, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ich danke dir, dass du da bist bei jedem Einzelnen und dass du heute sprichst in Herzen hinein, dass du berührst und dass du uns Augen öffnest, Herr. Jesus, ich lobe und preise dich und ich gebe dir alle Ehre, Herr. Amen. Amen. Vorab nochmal. Wundert euch nicht, dass ich stehe, also für die, die mich sehen, ja, es ist nichts, dass ich von oben herabrede, aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr von etwas begeistert seid, dann ist es schwer zu sitzen und ich kann es wirklich nicht. Ich habe es versucht, auch beim letzten Mal in unserer Gemeinde, ich kann nicht sitzen bleiben, von daher hat nichts zu sagen, es schenkt mir einfach nur Freiheit. Ich möchte mit euch eine Begebenheit anschauen, die ziemlich bekannt ist aus dem Matthäus-Evangelium. Und falls ihr eure Bibeln dabei habt oder gerade zur Hand habt, es ist in Matthäus 14, ab Vers 22 bis Vers 33. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück. Denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See. Als ein Sturm heraufzog, der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus.
Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Wow, was für eine Begebenheit aus der Bibel, oder? Es ist meine Lieblingsbegebenheit aus der Bibel, weil ich einfach so fasziniert bin, wie man einfach sieht, wie die Menschen leben und wie Jesus trotzdem handelt. Und ganz interessant ist ja schon der Anfang. Jesus schickt seine Jünger los und sagt, ihr fahrt schon mal zum anderen Ufer, nachdem sie dieses Riesenwunder der Speisung mit den 5000 Männern gesehen und erlebt haben, sollten die Jünger rüberfahren ans andere Ufer. Und es dauert nicht lange bis zum Abend und plötzlich kommt ein Sturm. Ein Sturm, und ich kann es mir vorstellen, wie das Boot von rechts nach links geschaukelt ist, wie die Wellen ins Boot reingepeitscht haben und ein riesen Gegenwind da war. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es in eurem Leben ist, aber solche Tage kenne ich auch. Solche Tage kenne ich auch, wo ich mir denke, oh Mann, es wird von rechts nach links geschaukelt. Es ist ein riesen Gegenwind da. Und oftmals sind es noch nicht mal so kritische Situationen, sondern einfach nur der stressige Alltag. Der stressige Alltag, es können Probleme sein, es können Sorgen sein, es können aber auch andere Menschen sein, wo wir einfach spüren, hey, hier kriege ich Gegendruck. Hier ist es echt nicht leicht, vorwärts zu gehen. Wisst ihr, es können viele verschiedene Situationen sein, die so einen Sturm in unserem Leben ausmachen, die einfach wirklich dafür zuständig sind, dass wir einen Sturm in unserem Leben haben. Aber ich bin davon überzeugt, fast in allen Fällen ist eine Sache dieselbe. Und es war wahrscheinlich auch bei den Jüngern so, als sie in diesem Boot saßen. Und zwar, wenn man Stürme in seinem Leben hat, fühlt man sich alleine. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger in diesem Boot saßen und sich gedacht haben, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Wo bleibt er nur? Jetzt, wo wir diese Probleme haben, da ist er nicht mehr da. Wisst ihr, wie oft sind Menschen so, dass sie sagen, okay, in den Stürmen ihres Lebens, ey, ich glaube, Gott hat mich verlassen. Ja, also ich kenne diese Situation, dass man sich denkt, Gott, wo bist du in dieser Situation? Und vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, okay, diese Stürme sind vielleicht sogar Sünden in meinem Leben. Und Menschen sich denken, hey, Gott will gar nicht in meiner Nähe sein. Gott will gar nicht in meiner Gegenwart sein. Wisst ihr, ich möchte euch zum Anfang dieses Themas, dieser Predigt, möchte ich euch Mut zusprechen. Ich möchte euch Mut zusprechen, dass ihr jetzt gerade in dieser Krise, vielleicht die Corona-Krise, wenn sie euch betrifft, oder in dem Problem, in dem ihr gerade steckt, möchte ich euch sagen, eure Gefühle lügen euch an. Eure Gefühle lügen euch an. Gefühle können die größten Lügner in unserem Leben sein. Warum? Wie komme ich darauf? Warum behaupte ich das? Es ist ganz einfach. Wir haben eine Zusage und eine Wahrheit Gottes bekommen. Und sie finden wir in Matthäus 28, Vers 20. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Hey, das ist eine Wahrheit Gottes. Und das ist eine Wahrheit Gottes, die wir einfach immer in unserem Leben mit uns tragen sollten. Gott sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Wie gewaltig ist das, oder? Wie gewaltig ist das? Dann sehen wir, wie es weitergeht. Wir sehen, wie die Jünger auf dem Wasser eine Gestalt sehen und Todesängste haben. Wie sie anfangen zu schreien, nein, ein Gespenst. Und dann kommt die Aussage Jesus, hab keine Angst, ich bin es. Und dann lesen wir in unserem nächsten Punkt weiter, ab Vers 28 und 29. Da rief Petrus,
Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Wisst ihr, die Frage ist nicht, ob sich Gott entfernt. Ich bin fest davon überzeugt, Gott entfernt sich nicht den Menschen, sondern die Menschen entfernen sich von Gott. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja? Das ist ein gewaltiger Unterschied, dass die Menschen sich Gott entfernen. Und deshalb ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir als Christen, wir, die an Jesus Christus glauben, immer wieder Schritte auf Jesus zugehen. So wie Petrus es gesagt hat, Jesus, wenn du es bist, dann befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, Schritte auf Gott zuzugehen, Schritte auf Jesus zuzugehen, ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht. Wir kennen alle die Situation mit Scham. Wir kennen die Sache mit Stolz. Und so viele verschiedene Punkte, die uns daran hindern können, Jesus entgegenzugehen. Wisst ihr, ich bin fest davon überzeugt, Petrus ist dafür bekannt, dass er eine große Klappe hatte. Ja? Und ich bin fest davon überzeugt, als Petrus diesen ersten Schritt aufs Wasser gemacht hat, dass er sich gleichzeitig gedacht hat, oh Mann, in was für eine Lage habe ich mich jetzt wieder gebracht. Ja? Und dass es ihm vielleicht auch nicht ganz wohl dabei ging. Aber um dieses Ziel zu erreichen, musste er Schritte gehen. Um näher an Jesus zu kommen, um näher an Jesus zu sein, musste er Schritte gehen. Und ich bin davon überzeugt, damit wir näher an Gott sein können, damit wir näher und mehr Erlebnisse mit Gott haben können, hey, da kostet es auch Schritte zu gehen. Und die Gemeinde in Meiderich, die weiß es, ich habe ein großes Hobby in meinem Leben, das mache ich schon seit über 20 Jahren, und zwar American Football. Ja? Ich habe auch relativ hoch gespielt in Deutschland und mittlerweile bin ich Coach in einer Footballmannschaft. Und beim American Football, da gibt es viele verschiedene Positionen. Es gibt die Running Backs, das sind die Leute, die den Ball bekommen und damit laufen. Es gibt Leute, die müssen ihre Routen laufen und kriegen den Ball zugeworfen. Es gibt auch die schweren Jungs, ja, die sich gegenseitig an der Linie zur Seite schieben müssen oder dran vorbeikommen müssen. Aber bei einem Footballtraining hörst du aus jeder Gruppe von den Coaches eine Sache. Und das ist, bewege deine Beine. Bewege deine Beine. Ob es der Mann ist, der den Ball bekommt und schon ein Gegner an ihm hängt, das, was der Trainer schreit vom Rand ist, lauf, beweg deine Beine. Wenn Leute eine Passroute laufen, um einen Ball zu fangen, dann muss er sich erst freilaufen. Das heißt, er muss blitzschnell Haken schlagen und seine Beine schnell bewegen. Oder bei uns, bei den kräftigeren Jungs, wenn du deine Beine aufhörst zu bewegen, wirst du nach hinten geschoben. Du kriegst dein Problem, den Mann vor dir nie zur Seite, wenn du nicht deine Beine schnell bewegst, okay? Meine Spieler, die kriegen schon zu viel, wenn ich schrei, schnelle Beine, schnelle Beine. Aber es ist so unglaublich wichtig, um den Gegner zur Seite zu bringen, um ans Ziel zu kommen, vorwärts zu arbeiten. Und ich glaube, das ist genauso wichtig für uns im Glauben. In unserem Glaubensleben ist es unglaublich wichtig, Schritte auf Gott zuzugehen. Schritte immer wieder neu anzusetzen. Die Frage ist, wie können diese Schritte praktisch in unserem Leben aussehen? Ein Schritt könnte sein, regelmäßig das Gebet zu suchen. Hey, vielleicht denkst du dir bei diesen einzelnen Punkten, es ist basic. Ja, es ist basic. Es sind so die Grundlagen des Glaubens. Aber wisst ihr, ich bin in einer Familie groß geworden. Mein Vater war schon Pastor. Und mein Vater hat immer gesagt früher, wenn ein 6-Jähriger im Gottesdienst sitzt und nicht die Predigt versteht, dann war die Predigt umsonst. Ja? Und er sagt, mein Vater hat immer gesagt, die Grundlagen sind eigentlich das, was wir erstmal schaffen müssen, um im Glauben weiterzukommen. Und deshalb bin ich ein Mensch, der ziemlich viel Wert auf die Grundlagen legt. Und Gebet ist einer der Sachen, die wir brauchen, um Gott näher zu kommen.
Wir brauchen unsere Zeiten des Gebets. Wie viele Menschen, wir haben auch Menschen bei uns in der Gemeinde, die frisch in den Glauben kommen, die Gott kennenlernen in unserer Gemeinde, die gar nichts vom Gebet wissen. Wisst ihr, das hört sich für uns lächerlich an, aber mit denen fangen wir an. Fang doch einfach mal an, morgens und abends zu beten. Hey, das ist ein Schritt, um Gott näher zu kommen. Was für uns vielleicht sich albern anhört, weil wir sagen, okay, wir beten 5, 6 Mal am Tag. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir Schritte tun. Die Schritte sind nicht immer gleich groß bei den Personen, aber wir sollten in Bewegung bleiben. Ein anderer, weiterer Schritt könnte Bibellesen sein. Bibellesen, eine unglaublich wichtige Sache. Warum ist es wichtig? Wir dürfen nicht vergessen, Gottes Wille ist nicht, dass wir einfach nur an ihn glauben. An ihn glauben ist schon wirklich genial und super. Aber das, was Gottes Ziel von Anfang an mit dem Menschen war, ist Beziehung zu leben mit dem Menschen. Gott möchte Beziehung leben und das bedeutet, ich muss Gott kennenlernen. Ich möchte wissen, was Gott mir zu sagen hat. Und wie kann ich es besser als durch sein Wort? Wie kann ich besser erfahren, was Gott mit meinem Leben vorhat, als dass ich in seinem Wort forsche, mir durchlese, was Gott über mich denkt und was vielleicht auch die Dinge sind, die ich umsetzen muss oder die ich einhalten sollte. Und so gibt es mehrere praktische Schritte, die wir in unserem Glaubensleben gehen sollten und gehen. Einer der Dinge, die auch nicht zu unterschätzen ist, ist Buße tun. Ja? Oftmals gibt es Menschen, die sich schämen oder die zu stolz sind, mit Sünden vor Jesus zu kommen und Jesus um Vergebung zu bitten, weil sie vielleicht 2, 3 Mal in die gleiche Sünde getappt sind. Wisst ihr, das sind Punkte, um näher an Gott ranzukommen. Und die Bibel sagt in Johannes 14, Vers 6, Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das ist der Grund, warum ich meine Sünden und meine Schuld vor Jesus bringe. Denn Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und ich habe keine andere Chance, als Buße vor Jesus zu tun. Ein anderer Vers in Matthäus 7, Vers 8, denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und hier sind diese Punkte vereint. Wer bittet, unsere Gebetszeit. Wer sucht, im Wort Gottes. Und wer anklopft, das sind unsere Bußen, die wir tun, wenn wir sagen, okay, Herr, ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Im ersten Punkt haben wir darüber gehört, dass Gott Gemeinschaft mit uns Menschen haben will. Und nicht nur hier auf Erden, sondern bis in alle Ewigkeit. Im zweiten Punkt haben wir gehört, dass wir Schritte auf Gott zugehen müssen, um auch in unserer jetzigen Zeit eine gute Beziehung mit Gott zu leben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Matthäus 14, Vers 29 bis 30. Kaum war er bei ihnen, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Wir haben am Anfang darüber geredet, dass es Stürme in unserem Leben gibt. Und das ist auch gar keine Frage. Ja? Darauf brauche ich auch gar nicht weiter eingehen. Es gibt Sorgen, es gibt Probleme, es gibt Widerstände in unserem Leben. Wisst ihr aber das Interessante, was in dieser Begebenheit ist, ist, dass Petrus nicht gesunken ist wegen dem Sturm oder wegen dem Sturm, weil er kam, sondern Petrus ist erst gesunken in dem Augenblick, als er dem Sturm mehr Aufmerksamkeit als Jesus gegeben hat. Ich möchte euch heute Morgen dazu motivieren, Gott über eure Probleme und Sorgen zu stellen. Stellt Gott über eure Stürme im Leben. Wie ist das gemeint? Das ist so gemeint. Erzähl weniger Gott, wie groß deine Probleme sind,
sondern erzähl lieber dein Problem, wie groß dein Gott ist. Wisst ihr, das ist nicht immer leicht, dem Problem zu sagen, wie groß mein Gott ist. Und dieser Punkt hat auch nichts damit zu tun, dass wir naiv sein sollen und unsere Probleme nicht mehr zu sehen oder wahrnehmen zu wollen. Sondern was bedeutet es, Gott über meine Probleme und Sorgen zu stellen? Das bedeutet, vielleicht hast du Probleme im finanziellen Bereich. Vielleicht sagst du, Christian, ich weiß nicht, wie ich die nächsten Rechnungen bezahlen soll. Christian, Monat für Monat kommt Minus auf mein Konto. Ich weiß nicht, wie ich über die Runden komme. Wie wäre es, wenn du Gott über diese Situation stellst? Das würde bedeuten, zu sagen, Gott, meine Situation finanziell sieht echt schlecht aus, aber ich spreche aus, dass du mein Versorger bist. Dass du für mich sorgst, Gott. Vielleicht ist es so, dass der Arzt dir eine Nachricht gegeben hat, dass du krank bist. Vielleicht sogar schwer krank oder unheilbar krank. Diese Situation wollen wir nicht wegsprechen, aber wir wollen Gott über diese Situation stellen. Was bedeutet es? Es bedeutet zu sagen, Gott, ich bin krank, aber du bist mein Arzt. Du bist mein Heiler. Du hast das letzte Wort. Und vor allem Gott, du machst keine Fehler. Das ist Gott über diesen Sturm zu stellen. Vielleicht sagst du, deine Ehe geht den Bach runter, du hast Probleme in der Ehe. Wie wäre es zu beten und zu sagen, Gott, du siehst das Problem in meiner Ehe. Ich bitte dich, dass du mir Weisheit schenkst, dass du unsere Ehe segnest. Und so geht es immer und immer weiter. Unsere Probleme sind so groß, aber wir dürfen nie vergessen, unser Gott ist so viel größer. So viel größer. Lukas 11, Vers 11 bis 13. Welcher Vater würde sein Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt ihnen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Ich bin davon überzeugt, wir haben einen guten Vater. Wir haben einen guten Vater und ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen, ja, gar keine Frage. Ich wünsche meinen Kindern nichts Schlechtes, ich würde ihnen nichts Schlechtes geben, etwas, was ihnen schaden könnte. Wie viel besser ist der Gott? Wie viel besser ist der Vater im Himmel? Und ich denke, es ist unglaublich wichtig, Gott über unsere Sorgen und Probleme zu stellen. Zum Schluss habe ich noch einen Punkt, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Und es ist völlig egal, ob du seit einer Woche mit Gott unterwegs bist und glaubst oder seit 30, 40 Jahren. Und das ist der Punkt des Versagens. Das ist der Punkt des Versagens. Wie oft kommen Menschen zu mir und sagen, Christian, ich gebe alles. Ich versuche mich wirklich an die Gebote zu halten. Ich versuche meine Bibel zu lesen. Ich habe meine Gebetszeiten. Aber irgendwie kommt immer wieder dieser Zeitpunkt, wo ich versage, wo es aufhört, dass ich meine Bibel regelmäßig lese, wo ich vielleicht in Sünde falle oder andere Dinge. Irgendwann falle ich immer. Ich schaffe es nicht durchzuhalten. Ich denke, jetzt kommt wohl der wichtigste Punkt aus dieser Begebenheit. Und wir lesen in Matthäus 14 weiter, Vers 31 und 33. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Wow. Das ist der Augenblick, wo ich Gänsehaut bekomme und mir denke, wie gut bist du, Jesus? Wie gut bist du? Weil machen wir uns nichts vor, wir wissen, dass Petrus öfter mal auf den Mund gefallen ist. Ja? Dass Petrus öfter mal agiert hat, obwohl er vielleicht hätte die Füße stillhalten sollen. Und rein theoretisch
hätte Jesus in diesem Augenblick sagen können, als Petrus auf dem Wasser zu ihm kam: Hey Petrus, geh unter. Du bist so ein Versager. Du wirst immer wieder fallen, Petrus. Petrus, mit dir macht es wenig Sinn, ein Leben zu führen. Aber wisst ihr, das ist nicht das Herz Jesu. Das ist nicht das Herz unseres Gottes. Sondern er streckt seine Hand aus und zieht Petrus wieder hoch. Wisst ihr, etwas ganz Interessantes ist mal geschehen, oder eine Begebenheit, die sehr interessant ist, die wir in der Bibel finden. Und zwar kamen die Menschen zu den Jüngern und fragten die Jünger: Warum habt ihr immer so viel Kontakt mit den Sündern? Warum seid ihr immer mit den schlechten Menschen, mit den Verbrechern unterwegs? Wenn ihr in Gemeinschaft seid, seid ihr immer bei den Menschen, die irgendwie böse sind oder so. Und diese Begebenheit finden wir im Lukas 5. Und interessant ist die Antwort, die Jesus antwortet in Vers 31 und 32. Jesus antwortete ihnen: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Halleluja. Wisst ihr, das ist meine Rettung. Ich versuche zwar so gut wie möglich nach dem Wort Gottes zu leben. Das ist für mich Pin Nummer 1 in meinem Leben, ja, das Wort Gottes danach zu leben. Aber ich bin Mensch. Jesus Christus ist gekommen, damit die Menschen, die versagen, trotzdem noch die Chance haben, in Ewigkeit beim Vater zu sein. Wie gut ist das zu wissen, oder? Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die sagen: Oh, der Jesus, der sieht alles, der Herr Jesus. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber ich glaube, es ist ein Fehler, das als Drohung zu nutzen. Weil es gibt das Bild mit, dass Jesus im Himmel mit dem Vater sitzt und nur darauf wartet, dass der Christian wieder Mist macht, um ihn dann einen auf den Deckel zu haben. Das ist nicht das Herz unseres Gottes. Und deshalb bin ich davon überzeugt, ja, Jesus sieht alles. Aber er ist da und sieht: Okay, Christian hat wieder einen Fehler gemacht. Und wisst ihr, was er tut? Er streckt mir seine Hand entgegen, wie er es bei Petrus getan hat. Er streckt dir die Hand entgegen, wie er es bei Petrus getan hat. Und will nicht, dass du liegen bleibst, sondern er will dich wieder mit raufziehen. Und er sagt: Hey, lass uns nochmal beginnen. Weil wir haben einen Gott der dritten, vierten, fünften, sechsten Chance. Ein Gott, der weiß, dass wir versagen werden, aber nicht möchte, dass es so bleibt. Ein Gott, der nicht sagt: Oh, jetzt kommt er schon wieder mit dem Fehler an und will ihn vor mir bekennen. Nein, ein Gott, der sagt: Wow, zum Glück kommst du. Genial. Genial, wenn man über dieses Gottesbild nachdenkt. Und verstehen tue ich es auch. Verstehen tue ich es, wissen tue ich es, nicht verstehen. Wissen tue ich es, dass Jesus das lebt, beziehungsweise dass das der Grund ist, warum Jesus auf diese Erde kam. Weil, machen wir uns nichts vor, Jesus kam auf die Erde, um Schlimmstes zu erleben. Warum? Um die Menschen zu retten, die sich gegen ihn wenden. Um die Menschen zu retten, die in Sünde leben. Um die Menschen zu retten, die sich immer wieder gegen Gott wenden. Ich weiß, dass Jesus gekommen ist. Aber ob ich es jemals begreifen werde als Mensch, mit meinem menschlichen Denken und meinen menschlichen Gefühlen, das weiß ich nicht. Denn warum ist es geschehen? Die Antwort kennen wahrscheinlich viele von euch auswendig. Die finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott den Menschen geliebt, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund aus Liebe zu dir. Der Grund, warum Jesus den perfekten Ort, Gott den perfekten Ort verlassen hat, den Himmel, und Mensch wurde, ist aus Liebe zu dir. Der Grund, warum Jesus sich foltern lassen hat, kreuzigen lassen hat, aus Liebe zu dir. Der Grund, warum er auferstanden ist, warum wir ewiges Leben haben dürfen, aus Liebe zu dir.
Und das ist genial. Das ist etwas, also ich bin kein sensibler Mensch, aber das ist etwas, was mein Herz berührt, wenn ich darüber nachdenke. Ein Gott, der alles hat, ein Gott, den es gut geht, ein Gott, der an dem perfekten Ort ist, verlässt diesen perfekten Ort für mich, für dich. Wow. Wisst ihr? Und es gibt nur eine einzige Sache, die wir dafür tun müssen, beziehungsweise noch nicht mal müssen, sondern dürfen, weil wir Menschen unseren eigenen Willen bekommen haben. Und das ist zu sagen, Jesus, ich glaube. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. So wie es die Jünger am Schluss getan haben. Sie sind auf die Knie gefallen. Haben gesagt, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Jesus, ich bringe meine Schuld vor dir und ich möchte, dass du der König und Herr in meinem Leben bist. Nicht die zweite Rolle spielst. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Vielleicht kennen dieses Beispiel ganz kurz zum Schluss noch. Vielleicht kennen die Leute aus der Gemeinde aus Duisburg dieses Beispiel. Vielleicht habe ich es schon gesagt, weiß ich nicht. Aber als ich meiner Frau einen Heiratsantrag vor vielen Jahren gemacht habe, da habe ich es richtig romantisch gemacht mit Blumen und allem drum und dran. Und Kerzen und ein Herz. Und in diesem Herzen waren die Ringe. Und ich bin auf die Knie gegangen und habe meine Frau gefragt, Angela, möchtest du für immer die zweitwichtigste Person in meinem Leben sein? Und meine Frau guckt mich erstmal mit großen Augen, zweitwichtigste, guckt mich an, fängt an zu lächeln und sagt, du meinst Jesus, oder? Und ich sage, ja. Wisst ihr, unsere Partnerwahl ist zweitrangig. Unsere Berufswahl ist zweitrangig. Die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, ist Jesus ja oder Jesus nein. Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen, aber es gibt keine Grauzone. In diesem Sinne hoffe ich, dass alle, die zuhören, diese Frage mit Jesus ja beantworten können. Wenn nicht, dann bitte ich dich, dass du Kontakt zu Steffen suchst oder zur Ziel e.V. hieß es, ne? Sucht Kontakte und schaut euch dieses Thema nochmal genau an, denn das ist der Punkt, die Frage, die du niemals mit Nein beantworten solltest. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch noch einen wirklich genialen Sonntag und vor allem allen viel, viel Gesundheit. Steffen hat schon gesagt, ich werde mich jetzt ausklinken. Wir haben noch nebenbei zwei Gottesdienste am Laufen und da muss ich noch Frage und Antwort stehen, ja. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich werde jetzt noch beten und dann werde ich euch verlassen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus.